In diesem Video wird die Umsetzung des Leitfadens für den Einsatz von Spielen in der Vorlesung beispielhaft am Hörsaalspiel Wer weiß mehr erklärt. Das Spiel wurde nach einer Idee von Prof. Dr. Theodor Dingermann auf der Grundlage der Ergebnisse von 5 schriftlichen Befragungen mit mehr als 600 Studierenden sowie 17 Experteninterviews mit Dozierenden und Studierenden verschiedener Hochschulen entwickelt. Es ist für alle Fächer geeignet. Mit dem Hörsaalspiel Wer weiß mehr soll die Fertigkeit trainiert werden, schnell verbindliche Entscheidungen zu treffen. Lehrende und Lernende sollen zudem Feedback geben und erhalten. Außerdem sollen mit dem Spiel Zusammengehörigkeitsgefühl, Interaktion und Zusammenarbeit zwischen den Studierenden gefördert werden. Die folgende Vorgehensweise orientiert sich am Leitfaden für den Einsatz von Spielen in der Vorlesung. Stellen Sie zuerst den thematischen Bezug zwischen Vorlesung und Spiel her, indem Sie sich Fragen zum aktuellen Thema der Vorlesung überlegen. Das Hörsaalspiel erfüllt die didaktischen Funktionen Einführung in das Vorlesungsthema, Motivation, Festigung und Kontrolle. Das Spiel kann deshalb variabel im zeitlichen Verlauf der Vorlesung eingesetzt werden. Das Hörsaalspiel Wer weiß mehr ist dem Genre Wissensspiel zuzuordnen und wird in der Sozialform Gruppenspiel durchgeführt. Sie benötigen lediglich eine Klingel und die Studierenden Zettel und Stift. Bereiten Sie mindestens 2 Beispiele vor mit Fragen und je 4 Antwortmöglichkeiten, von denen nur eine richtig ist. Mit der Vergabe einzelner Rollen an die Studierenden schaffen Sie Möglichkeiten zur aktiven Mitarbeit. Das Hörsaalspiel enthält die Elemente Wettbewerb und Zufall. Leiten Sie nahtlos von der Vorlesung zum Spiel über, indem Sie eine Frage mit 4 Antwortmöglichkeiten aus dem aktuellen Thema der Vorlesung an das Whiteboard projizieren oder an der Tafel notieren. Fordern Sie nun die Studierenden auf, die richtige aus den 4 Antworten zu nennen. Wiederholen Sie die Vorgehensweise und begrenzen Sie diesmal die Zeit zur Beantwortung der Frage auf 20 Sekunden. Bilden Sie 2 Gruppen und fordern Sie die Studierenden auf, in kleinen Gruppen mit 3 bis 6 Personen ebenfalls eine Frage mit 4 Antworten, von denen nur eine richtig ist, zu notieren. Gehen Sie währenddessen durch die Reihen und loben Sie besonders gelungene Ergebnisse. Lassen Sie die Zettel einsammeln und an der Tafel eine Tabelle für den Punktestand notieren. In der Spielphase bitten Sie eine Kleingruppe aus der Gruppe A, einen Zettel aus dem Stapel mit den verdeckten Fragen zu wählen und die Frage sowie alle Antworten laut vorzulesen. Wird nach 20 Sekunden die richtige Antwort genannt, erhält die Gruppe einen Punkt. Ist die Antwort falsch, beantwortet die Gruppe B die Frage. Führen Sie mindestens 2 Spielrunden pro Gruppe durch und lassen Sie den Punktestand von den Studierenden in der Tabelle an der Tafel notieren. Besonders reizvoll ist bei diesem Spiel der Einsatz von Buzzern oder Audio-Response bzw. TED-Systemen. Teilen Sie bei Interesse an Feedback in der Nachspielphase den Kurzfragebogen aus dem Leitfaden an die Studierenden aus. Leiten Sie nahtlos zur Vorlesung über, indem Sie zum Beispiel eine Aufgabe aus dem Hörsaalspiel aufgreifen und als Diskussionsanlass für die Fortsetzung der Vorlesung verwenden. Notieren Sie möglichst gleich nach der Vorlesung Ihre Wahrnehmung während des Spiels und was Ihnen am Spiel oder an der Situation im Hörsaal gut bzw. gar nicht gefallen hat. Lassen Sie bei Interesse den Kurzfragebogen auswerten und sprechen Sie über die Ergebnisse, zum Beispiel mit mir. Nehmen Sie nötige Änderungen vor und sichern Sie die Fragenzettel mit der Studierenden mit digitalen Medien zur Fortsetzung des Spiels in einer der nächsten Vorlesungen. Überlegen Sie, ob Sie auch ein anderes Spiel einsetzen wollen und welche vorbereitenden Aufgaben Sie dafür an die Studierenden übertragen können. Bei Interesse fordern Sie einfach den ausführlichen Leitfaden an. Auf diesen Wegen können Sie auch Termine für Workshops zum Thema Hörsaalspiele mit mir vereinbaren. Ich wünsche Ihnen und Ihren Studierenden viel Spaß mit Spielen in der Vorlesung.